Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erreny und ich habe heute ein spannendes Thema für dich. Und zwar geht es da um das Leben des eigenen Potenzials, um die eigenen Ressourcen zu aktivieren. Das ist natürlich eines der Hauptthemen auch bei mir in der Praxis und in der energetischen Arbeit an sich, dass viele Leute immer sagen, okay, wie finde ich jetzt zu mir ganz in meiner Kraft? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht ganz in meiner Stärke. Wie komme ich denn da am besten rein? Und heute werden wir uns das anschauen und werden das mit einer Meditation unterstützen. Generell ist das natürlich ganz unterschiedlich, was man bewirken will. Also mit Potenzial, das ist natürlich sehr, sehr groß gefasst, weil jeder Anteil natürlich ein eigenes Potenzial hat. Und zum Beispiel der Körper will sich körperlich ausdrücken, also durch Sport oder Bewegung. Also da gibt es sicher mehr Potenzial oder man macht Dehnübungen oder Yoga, so Stretching-Geschichten, wo ich sage, dass ich flexibler werde, ich baue die Muskeln auf, ich entgifte, ich achte ein bisschen mehr auf die Ernährung. Also das sind so Potenziale im Körper, aber natürlich auch im Energetischen. Es gibt auch so Übungen natürlich im inneren Bereich, im seelischen Bereich, dass ich sage, so wie jetzt eben, man macht eine Meditation und schaut, dass man da mal zu sich kommt und mit dem eigenen Energiefeld arbeitet. Das ist eine Möglichkeit. Oder natürlich gibt es dann auch noch diese so emotionale Themen, Verstandesthemen, dass ich sage, okay, ich möchte eine Klarheit, eine Struktur haben oder ich möchte eben ein altes Gefühl loslassen oder ich möchte auch mein Liebespotenzial entfalten. Also da gibt es so ganz unterschiedliche Zugänge. Aber heute soll es jetzt mal wirklich darum gehen, dass wir generell einmal so Lebensfreude, Leichtigkeit und diese Lebenslust auch mehr aktivieren. Weil meine Idee ist einfach, wenn man das aktiviert, nämlich dieses Gefühl, wieder alles spielerischer angehen zu können, Dinge nicht so ernst zu nehmen, dann tust du dir selber viel, viel leichter in deinem Alltag und kannst ganz anders durchs Leben gehen. Und deshalb wollen wir uns das heute so anschauen. Das heißt, wir aktivieren heute ganz groß so dein Potenzial zur Leichtigkeit und zu einem spielerischen Umgang mit dir selber, mit deinen Themen, sodass du wie ein Kind, das gerade erforscht und womöglich das Gehen lernt oder gewisse Übungen einfach neu erlernt, dass man einfach so dieses spielerische Potenzial immer dabei hat, dass man eine höhere Frustrationstoleranz hat, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, dass ich einfach nicht so schnell die Flinte ins Korn werfe, dass ich dranbleibe, dass ich mir auch bewusst bin, dass das auch immer wieder ein Weg ist, der wiederholt gehört, egal auf welcher Ebene. Und da wollen wir heute so ganz stark eben an diesem Thema, an diesem Zentrum arbeiten. Und ja, ich denke dann mit Leichtigkeit, mit Humor, kommt man dann auch viel, viel leichter zu der eigenen Ressource. Warum? Weil natürlich Humor, Leichtigkeit dich entspannt. Das macht lockerer, das macht freudvoller. Also wenn ich was leichter nehmen kann, freudvoller nehmen kann, dann komme ich da ganz anders ins Tun und auch mit Humor tue ich mir viel, viel leichter, da durchs Leben zu gehen. Und ja, das machen wir jetzt in dieser Meditation. Zur Vorbereitung. Einfach mal so entspann dich mal und dann atmest du mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und jetzt, bevor wir da jetzt starten, bevor du mit der Meditation startest, schmeiß nochmal alles über Bord, jedes Gefühl über Bord, wo du das Gefühl hast, dein Potenzial, da bist du blockiert oder da lebst du dich nicht hundertprozentig. Also dieses Gefühl schmeißen wir jetzt gleich mal über Bord und räumen es gleich am Anfang aus dem Weg. Das heißt, das geht ganz einfach, kann man sich vorstellen, stell dir eine Kiste vor, eine Schachtel, eine Box, die du in den Händen hältst. Und da fließt jetzt einfach mal jeder Zweifel rein. Und zwar jeder Selbstzweifel, wo du an dir zweifelst und auch daran zweifelst, dein Potenzial zu leben. Und ich stelle mir das so vor, ich habe hier diese Box und jetzt lasse ich aus mir heraus
Wirklich alle Zweifel fließen, wo ich daran zweifle, mein Potenzial zu 100% zu leben. Und vielleicht, wenn du das machst, kommt dir auch eine Farbe. Bei mir ist jetzt da so violett und so dunkelrosa. Und das lege ich einfach in die Kiste. Wenn du dir so mit Energie, wenn dir das zu abstrakt ist, dann kannst du dir ganz konkret einfach mal ein Ding vorstellen, ein Buch, das dich daran hindert, dein Potenzial zu leben, und nimmst einfach symbolisch so ein Buch und packst es in die Kiste oder eine Statue oder sonst irgendetwas. Das heißt, du kannst da richtig Zeugs reinpacken, also tu dir da nichts an. Alle Symbole sind erlaubt, siehst eh nur du letzten Endes und musst nicht Buch darüber führen, zum Glück. Und das lässt du jetzt ganz bewusst in diese Box einfließen. Also alles, wo du das Gefühl hast, dein Potenzial nicht 100% zu leben, deine Ressourcen nicht 100%ig auszuschöpfen, das fließt jetzt in diese Kiste rein. Perfekt. Du wirst vielleicht merken, dass diese Kiste dichter ist oder so gefühlt ein bisschen schwerer. Das ist völlig okay, weil wir ja da jetzt eine Energie reingefüllt haben. So, und jetzt stellst du dir richtig vor, also ich gestikuliere gerne mit, du kennst das vielleicht von meiner Arbeit, weil ich es mir dann besser vorstellen kann. Das sage ich dann mal noch was dazu in einem anderen Video, aber ich gestikuliere gerne mit. Ich nehme diese Schachtel und stelle mir dann vor, dass das wie ein Staubsauger ist aus Licht und gebe die schwupps nach oben, dass sie weg ist. Und dann atme ich tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein. Und wieder aus. Und jetzt bist du bereit, dass du wirklich diese Meditation, diese Reise machst. Jetzt schließ mal deine Augen und atme tief ein. Und wieder aus und tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Deine Beine werden schwer, angenehm schwer. Du spürst jetzt mal, wie diese angenehme Schwere über deinen ganzen Körper fließt. Und jedes Nebengeräusch, das du jetzt noch wahrnimmst, bringt dich immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Während du dich entspannst, baut sich rund um dich ein goldener Lichtschein auf. Es ist fast so, als würdest du ein strahlendes, goldenes Licht in deinem Raum anmachen, wie eine Laterne, wie eine Lampe. Und der ganze Raum, in dem du bist, ist von diesem goldenen Licht durchflutet. Und das ist kein weißes Licht, das ist ein goldenes Licht. Es hat so diese Wärme in etwa von einem Kerzenlicht, aber ist wirklich ins Goldene rein. Und du hast das Gefühl, dass der Raum um dich zu glitzern beginnt. Dieses goldene Licht bricht sich selber in unendlich viele Lichtreflexionen.
Es ist fast so, wie wenn du mal in einer Diskothek gewesen bist mit so einer Spiegelkugel. Da wird eben das Licht gebrochen und spiegelt sich in unendlichen Formen und Farben wieder im ganzen Raum. Und du findest jetzt diesen Raum um dich herum mit all diesen wundervollen Lichtern in dieser goldenen Frequenz und den Farbbrechungen, diesen Prismen, findest du interessant. Und du spürst, dass in dir ein Teil erwacht, der Interesse an diesem Raum hat. Dein Verstand, dein Erwachsenenverstand, der kann das einschätzen, der sagt, ja, es sind halt Lichtspiele und Lichtbrechungen, aber ein anderer Teil findet das unendlich faszinierend. So, als hätte ein Zauberer einen Zauberstab, irgendeinen Fluch oder einen Zauber gesprochen, wo dann wirklich auf einmal alles voller Licht ist. Und genau mit diesem Anteil von dir rede ich jetzt im Moment. Diesem Anteil von dir, der Freude am Licht hat. Und das ist ein wundervoller Anteil. Du bist wunderschön. Vielleicht findest du zu wenig Ausdruck im Alltag, weil vielleicht dein Erwachsenen-Ich in einem Hamsterrad steckt, in einem Arbeitsrhythmus steckt, in Abläufen steckt, die immer mechanisch und automatisiert einfach so von der Hand gehen. Oder man verzettelt sich in ganz unwichtigen Dingen. Man hat Stress wegen ganz unwichtigen Dingen. Und du spürst aber, dass es jetzt an der Zeit ist, einmal ein bisschen geduldig mit deinem Erwachsenen-Ich zu sein. Denn wir werden uns gleich um die Kanäle kümmern, um den Freiraum kümmern, wo du dich richtig entfalten kannst, in deiner Energie entfalten kannst. Denn während du mir zuhörst, wird bei deinem Erwachsenen-Ich bereits eine tiefe Reinigung durchgeführt. Und diese Reinigung läuft vom höheren Selbst. Und das höhere Selbst ist wie ein Sonnenengel, wie ein ganz strahlende, wie eine strahlende Lichtgestalt. Und das reinigt jetzt gerade diesen Alltagsrest, diese Alltagsverkrustungen von deinem Erwachsenen-Ich. Und du spürst, dass durch dieses Licht, das du im Raum siehst, auch ein paar dunkle Flecken einfach abgesaugt werden nach oben. Und das ist die Reinigung. So als würde man den Ofen die Asche rauskehren. Das ist so die Reinigung vom höheren Selbst, die jetzt stattfindet. Und dein Erwachsenenbewusstsein wird in diesem Augenblick geheilt und gereinigt und ausgeglichen. Du spürst, dass du immer klarer wirst und dass du mehr Raum bekommst. Fast so, als würden mehr Fenster in diesem Raum sein, den du gerade betrachtest. Viel mehr Licht kommt rein. Und plötzlich kannst du wahrnehmen, dass du ein Herz hast. Und dieses Herz schlägt unentwegt für dich in deinem Rhythmus.
Dieses Herz ist dein Herz und in diesem Augenblick beginnst du dich neu in die Welt zu verlieben, neu in dein Dasein zu verlieben, weil es so unendlich viele Möglichkeiten gibt zu erforschen. So viele Bücher, die du noch nicht gelesen hast, so viele Wege, die du noch nie gegangen bist, so viele Reisen, die du noch nicht angetreten hast, so viele interessante Gespräche, die du noch nicht geführt hast, so viele Spiele, die du nie ausprobiert hast. Und in diesem Augenblick spürst du, wie dankbar du bist. Und du spürst, dass diese Liebe, die du jetzt auch empfindest, eine Liebe ist, die von deinem Erwachsenen-Ich zu dir fließt. Dein Erwachsenen-Ich hat dich auf einmal bemerkt und sagt: Es ist so schön, dass du da bist. Ich habe dich vermisst. Und du spürst, du hast auf einmal die Möglichkeiten eines Erwachsenen, aber die Energie eines Kindes. Und du spürst, dass du ab jetzt beginnen kannst, diese beiden Potenziale anzugleichen, sodass eine wundervolle Einheit entstehen kann. Eine Einheit zwischen deiner erwachsenen Energie und deiner kindlichen Energie. Und hier auf dieser Ebene beginnt jetzt die Zusammenkunft dieser Energien. Und du spürst, dass du ruhiger wirst und sicherer. Und du spürst, dass jetzt ganz viel Urkraft, Erdungskraft sich in dir ausbreitet. Du spürst, dass deine Beine ganz leicht sind und gleichzeitig aber stark. Du spürst, dass du jeden deiner Schritte, jeden nächsten Schritt intuitiv wahrnehmen kannst und deine Schritte ganz unbeschwert lenken kannst. Und du spürst eine unendliche Dankbarkeit. Und du atmest tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass es an der Zeit ist, ohne Nachdruck, ohne Stress, ein Potenzial nach dem anderen in dir zu entfalten, spielerisch leicht, tänzelnd, wundervoll. Spür die Freude und spür die Leichtigkeit. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre,
dass es schön ist, dass du da bist, dass keiner etwas von dir fordert und auch du selber nicht, sondern dass du ganz in diesem Augenblick hier bist, zufrieden bist. Und dich mehr und mehr entspannen kannst und in dieser Ruhe und in diesem Frieden und in dieser Klarheit schöpfst du und kreierst du deine Zukunft, heilst du das Vergangene. Erschaffst du alles, was dir momentan wichtig ist. Atme tief ein und wieder aus. Und bleib jetzt etwas in dieser Energie. Spür einfach. Sei da und mach dir die Unendlichkeit und auch deine unendlichen Ressourcen bewusst. Du spürst, dass du ganz sicher wirst, ganz selbstbestimmt bist. Und du spürst einen tiefen, tiefen Frieden, eine tiefe Zufriedenheit in dir. Und von diesem Punkt aus spürst du, dass dein Leben eine Leinwand ist, auf der noch keine Farbe zu finden ist. Jeder Tag ist ein weißes Blatt, eine neue Leinwand, die du von neuem bemalst. Und irgendwann ergeben all diese Leinwände, die du jeden Tag deines Lebens neu gestaltet hast, mit unendlichen Farben. Und ja, manche Tage sind dunkler als andere, manche sind heller, manche sind ein bisschen chaotischer, manche sind sauberer, aber irgendwann blickst du auf dieses Mosaik deines Lebens und spürst, dass du genau an jedem Tag an dem Zeitpunkt gewesen bist, in deinem Leben, wo du sein solltest. Dieses Bild ergibt einen perfekten Farbenkreis wie einen Regenbogen. Und du spürst, dass du diesen Kreis in dir hast. Und du spürst, dass du ab heute ganz bewusst alle Farben des Lebens ausdrücken kannst und dass jede Farbe ihren Platz hat. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre, dass du ganz in der Gegenwart bist. Spüre, dass eine unendliche Kraft in dir ist. Und nimm wahr, dass du wirklich jetzt den Zeitpunkt hast und auch die Möglichkeit hast, diese Farben Tag für Tag für dich auszudrücken.
Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Und bedank dich bei deinem höheren Selbst, bei deinem inneren Kind und spür, dass sich dein inneres Kind bei dir bedankt. Spür, dass in dir jetzt alle Kanäle freigelegt sind, um dein Potenzial, all deine Ressourcen zu 100% zu leben und auszudrücken. Atme nochmal tief ein und wieder aus und streck dich mal durch, beweg deinen Körper und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diesen Raum, in diese Zeit zurück. Wenn du dich gut wieder spürst, dann öffnest du deine Augen. Fühl nochmal nach, lass die Meditation nochmal nachwirken. Und natürlich kannst du diese Meditation auch immer wiederholen. Und lass dir Zeit. Und wenn dir dieses Video gefällt, die Meditation gefällt, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden. Ich freue mich über einen Daumen hoch oder ein Abo vom Kanal. Und denk dran, Ereni bringt Energie und eine gute Zeit. Bis nächstes Mal.